Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Vollgeist. Hefi ist auch dabei. Isa. Moin, sagt man dann. In Hamburg sagt man Moin. Sagt man das in Hamburg? Aber du bist ja gar nicht in Hamburg. Da sagt man Moin, tatsächlich. Los geht's, Freunde. Wenn ihr gerade keinen Ton hattet, ich war kurz rausgeterbelt. Hier in Dortmund sagt man, halt die Fresse! Okay. Oh, ey, die ganzen Assis hier sich hier hochkatapultieren lassen. Oh! Da hat jemand Seife auf die Plattform geschmiert. Ich kann heute nicht spielen. Ich muss wieder öfter Vollgeist spielen. Ja, ist jetzt aber schon länger her, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Ey, du Spaddel, ey! Er wollte böse Wörter sagen. Ich geh mit dir. Du wurdest aber gehittet. Ihr habt das genau gesehen, du. Ach, Quatsch. Oh, ich hab's nicht geschafft. Gehittet. Oh nein! Da hast du gerade den Sprung versucht? Nein. Einer. Zack, da ist er drüben. So. Ich hab's schon wieder verkackt. Ich hab mich rüberschlagen lassen. Ich mache jetzt klassisch. Ah, da ist er. Das ist der mit den Punkten, ne? Ja, ich hab Marvin. Die grünen Maser. Ich bin das Samstagblau. Boah, da ist einer einfach von der Plattform gelaufen, ohne zu springen. Boah! Ich gucke hier gerade zum Gelben. Oh, er hat's nicht geschafft. Das ist ja lame. Guck mal, wenn man kein Verkleidungsskin hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aussieht wie du, relativ gering. Ja. Ich habe aber jetzt auch einen halben Crash-Test-Dummy und eine Herzchenunterhose an. Oha. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer so aussieht wie ich, ist sehr gering. Ja. Jeder kennt die Crash-Test-Dummy mit den Häschen. Mit den Häschenhöschen? Endlich mal ein Häschenhöschen. Finale jetzt, weggehext. Mit 40 Leuten. 40 Mann, das wäre so geil. Erstmal einen Türenlauf. Einen klassischen Türenlauf. Takeshis Castle. Du. Letzte Tür ganz links geht auf. Ist gecallt. Mhm. Letzte Tür ganz links. Und was hier in der ersten Runde? Mitte. Okay, ich starte Mitte. Dritte von links. Und jetzt? Schnell schalten, nicht viel. Rechts, ja, die. Die hier. Die. Ja. Ganz zweite links. Die hier müsste es sein. Ah, falsch. Zweite. Und jetzt links, ganz links. Und wieder ganz links. Oh, richtig. Oh, ich hab's raus. Diesmal schaffen wir es beide, Goro. Ich hoffe es. Oh, ich wurde festgehalten. Die Sau. Goro? Du warst der Letzte. Hups. Genau. Hups, sagt er. Ach, 30. ist immer noch drin, will ich sagen. Ein gutes Fehl. Ehrenurkunde. So hoch, Teilnehmerurkunde. Er war den Bundesjugendspielen immer. Er war stets bemüht. Jetzt endlich wieder Eier gerangeln und Team Gelb. Stell dir mal so Eier gerangelt in der Schule vor. So. Du hast so eine Arena in der Schule, irgendwelche Bälle und wie viel sich da geprügelt werden würde. Oh, das ist hammer smart, ey. Le Bleu. Da kannst halt, das ist halt schwierig mit den goldenen Eiern in der Schule, ne? Medizinbälle. Boah. Ey, was ist denn das für ein Eiergerangel hier? So, ich klau da schon mal Team Gelb hier. Na, okay. Wir haben zwei goldene, ich verteidige schon mal. Ja, ich gehe zu Team Gelb ein bisschen klauen. Ja, nicht Team Gelb, die haben schon so wenig. Die lassen mich aber gerade einfach gehen. Der Rote hier, weißt du, wie selbstverständlich geht er hin und holt sich erstmal das Goldene, die Sache. Das zweite Goldene will er auch noch haben.
nur über meine fucking Leiche. Ey, und hier ist ein Gelber, der will auch das goldene Ei. Kann er vergessen. Ich hab ein Ei geklaut von den Gelben. Und unser Ei hier nochmal ja, mitnehmen, bitte? Ja, ich supporte jetzt hier die Verteidigung. Ja, der eine Rode hier, der Rode, der Vogel da unten. Ich hab ein Gelbes geklaut. So. Warte mal, wir hatten zwei Golden, jetzt haben wir noch eins. Oder kommt ein Ei? Das rollt einfach so rein. Das kommt nochmal zurück hier. Was bin der Rode? Guck mal, der Blaue hält das Gelbe einer fest. Der Golden. Da, der Goldene hier. Der Rode. Es kommt auch keiner, außer hier dem Piepmatz da. Ja, die kloppen sich bei Gelb, kann das? Ja, das ist immer so, ja. Und Gelb versucht bei Rot zu klauen, aber schaffen es nicht. Der Vogel kommt nicht hoch. Ich habe erfolgreich ein Ei geklaut. Nein, es ist, holt es wieder rein, Kinder. Ja, die rollen auch zurück. Ja, safe. Zwei wieder drin. Ah, warte mal, ich hol das dritte noch hier. Ey, was? Bist du ein... Ja, einer. Wir sind sogar Top-Team sind wir. Da kommt ein Gelber. Guck mal, was will er denn hier? Oh, guck mal, wie selbstverständlich. Oh! Geht gar nicht. Oh. Der Gelbe, ey. Nee, wie selbstverständlich. Ich meinte, der kriegt das Ei hier raus. Haben wir sogar noch eins mehr. Qualifiziert. Jawoll. Aber das war jetzt eine traurige Runde für Gelb. Die haben wieder hart kassiert. Das war eine traurige Runde für meine Zuschauer, weil ich hab nichts gemacht. Gelb, ey. Ob es Leute gibt, die sagen, boah, Team Gelb und Instant Leaven? Boah, das ist schwierig. Nee, also ich habe ja auch schon Runden gehabt, da hat Rot oder Blau verloren. So, ja. Ne? Also es ist ja immer das Team, was zuerst gefokust wird, aber meistens ist es halt Gelb. Gentleman Agreement. Ja. Ach, ist ja wieder jeder Einzelne hier. Leider ja. Ich hätte auch gern Teamabschweifen gehabt. Aber gut, was soll's machen? Ich habe keinen Schweif, das ist schon mal scheiße. Ich auch nicht. Aber ich kenne welche, die haben einen. Nicht Eule, ich habe keinen. Hier war einer. Er ist direkt auf mich draufgesprungen. Alle hinter einem her, weißt du, es ist halt... Ich hab das vom Triceratops. Ich hab auch einen. Triceratops! Trops? Der Trops? Der Trops ist gelutscht, Alter. Oh, der Superheld, der ist schneller als ich! Was ist das denn? Das ist Skin. Hi, Goro. Hi. Na? Guten Tag. Go. Der eine macht hier immer so einen Hechtsprung und ich springe hier so nonchalant einfach so rüber. Hi Goro, komm rüber. Der Piratenmann kommt! Lauf, Goro! Oh nein! Goro, du musst es schaffen. 7 Sekunden. Lauf. Hast du es? Nicht die Richtung. Oh. Jawoll. Uff. Die haben irgendwie einen anderen gejagt. Ich hatte sehr viel Ruhe. Hat ein bisschen Pipi in der Box jetzt. Wie viele sind raus? Hälfte? Fußball. Kronrun? Weggehext? Fußball. Fußball mit 10? 5. Glaube ich nicht dran. Finale jetzt. Weggehext. Da ist jeder für sich, ne, oder? Ja, ein Gentleman Agreement geht ja schlecht. Aber wir können natürlich ein bisschen darauf achten, dass wir uns nicht die Wege... Oh. Jeder für sich. Oh, hier vorne Triceratops, den man ja setzt. Trops, der! Fallen mal direkt ein paar Etagen. So. Triceratops ist bestimmt voll der Allmann, pass mal auf. Voll der Allmann. Oh nein!
Ich kann das mit dem Springen nicht richtig hier auf den Feldern. Warum nicht? Ist das nicht? Das Gefühl, die anderen, die springen irgendwie langsamer als ich. Aber die versetzt, also es ist so ein versetztes Springen. Ich laufe immer lieber. Oha. Ciao. Goro, die machen da unten schon richtig frei, ne? Ich bin halt oben. Zwei sind schon raus. Okay, letzte Ebene jetzt. Scheiße. Scheiße! Oh, ich bin raus. Fuck. Ja, ich auch. Nee, du bist noch... Oh, auch dran vorbei. Komm, wie weit kann, oben? Da oben wäre ich auch gewesen, aber ich bin einmal doof gesprungen, Alter. Der Rote, der ist am höchsten noch, oder? Ja, mit dem war ich ganz, ganz lange noch ganz weit. Jetzt fällt er aber... Eben. Er fliegt! Er hat das war doch... Da war keine Plattform bei ihm. Er ist einfach weitergesprungen. Der dann. Es ruckelt bei ihm irgendwie bei mir. Bei mir war keine Plattform. Er ist einfach weitergesprungen. Die Eule, guck mal, wie lange die da stehen kann, die Eule. Siehst du das? Ja, bei ihm... Ja, bei ihm ist das auch so komisch. Man muss anscheinend ein scheiß Internet haben für das Spiel. Verloren die Eule. Ich sag, der Rote hat einen Hack an, der hat einen Doppelsprung oder so. Der rote Hacker. Naja, Finale, nee, viel Finale. Machst ja nix. Boah, da geht aber noch eine Runde, du. In der Folge jetzt? Findest du nicht? Oder? Können wir machen? Oh, goldenes Ei hier. Oh, bald gefällt. Level 20, dann krieg ich eine Krone. Das gefällt dem Papa. So, ich bin ready. Bin ready. Ich fall schon. Ich auch. Gib sie falsch an. Bin ja gespannt, ob die sich Mühe geben bei Season 2 mit den Spielen. Torhunge. Du auch? Was hast du? Torhunger? Ja. Das ist jetzt Goros Main Game, da gewinnt er immer. Nur gesehen, einer hat meine Facebook-Seite geliked. Was ich hab nicht, keine ich mehr. Ne, ich, also, das Pferd habe ich festgehalten! Also ich habe meine Facebook-Seite irgendwann kommentarlos gelöscht, weil ich mir dachte, scheiß auf Facebook. Also privat habe ich noch eine. Naja, gratuliere ich dir ja nochmal zum Geburtstag. Aber YouTube-technisch habe ich mir gedacht, bringt dir ja nichts. Also. Ja genau, meine YouTube-Facebook-Seite hat einer geliked. So, vielleicht bringt es doch wieder was. Vielleicht muss man wieder mehr machen. Nee, ich sag mal so, das Klientel, was man auf Facebook anspricht, will ich nicht. Fias. Ah, das ist ja jetzt unerhört. Oh, der ja, graue das Klientel auf noch? Twitter ist nicht besser, aber. Auf Twitter poste ich auch schon lange nichts mehr. Dafür sieht man mich auf dem YouTube Community Tab. Ah, wird ausgesortiert hier. Der Graue ist cool. Der hat auch ein graues Gesicht. Der Graue? Ach, der ein dunkelgraues Gesicht hat. Das sieht smart aus. Ist halt ein Stein. Das ist smart. Schleimkraxler jetzt. Ey, Türenlauf hatten wir jetzt heute aber auch. Dreimal. Takeshis Castle. Denke ich immer, wenn ich das sehe. Letzte Tür Mitte geht auf. Siehst du das? War, glaube ich, auch siehst du den Unterschied? Erste... Ja, okay, jetzt sehe ich den, ja. Das war, glaube ich, die erste Map, die ich je gesehen habe. Die zweite von links geht auch auf. Ganz links geht auch auf. Also links. Ich starte rechts. Nee, ganz rechts müsste auch aufgehen. Das ist auch ein kleines Dreieck. Ganz links geht aber auch auf. Jo, ganz rechts war zu auf jeden Fall. Echt? Aber ganz links ging auf. Mir soll mal lieber einer erzählen, wie man richtig diesen Weg, die Wegmap macht. Oh, da kennt aber einer auch den Dreieck-Trick. Der ist von komplett rechts nach links gelaufen, weil er gesehen hat, dass die Tür aufgeht. Ganz Mitte. Ja, sag ich da. Ganz Mitte. Mitte. Ganz Mitte geht auf. Ich volle. Oh, ich schaff's nicht. Ich bin gestolpert. Klar, du schaffst das. Los jetzt. Bevor du findest. Das wird eng.
Und dann mit dem letzten Pulk ist er noch reingelaufen. Ne? Das geht dann auf einmal doch so schnell. Du denkst, ja, so viele sind das nicht. Und dann so... Oh, der Grau ist noch drin. Steht neben mir. Da, der Schwarze mit dem Eiskin da. Das sieht aus wie so ein Schoko. Hier, siehst du den? Der hat so... Ach, den. Der weißen Kopf und ja, schwarze... Sieht aus wie Schokolade mit Vanilleeis oben drauf oder so. So angetaubtes Eis. Und Soft-Eis. Oh, nee. Oh, perfektes Paar. Mach immer mit dem Handy ein Bild, ist leichter. Nein, Spaß. Ich fliege immer hoch, wenn ich weggehe. Dann siehst du von oben, ist besser. Kann ich mir das besser merken. Kann ich mir das besser merken. Kirsche, komm, Orange hier bei mir. Ecke machen hier. Kirsche und Orange. Ich werde festgehalten, ihr Penner. Okay, hier in der Ecke steht man gut. Ey! Bei mir. Das Eis, ey. Das ist ein Penner. Hä? Da standen welche voll falsch und sind runtergefallen. Voll viele. Melone. Banane, Apfel. Kirsche, Melone, Apfel, Banane, Melone, Apfel. Banane. Melone, Kirsche, Apfel, Banane. Okay. Melone, Kirsche, Apfel, Banane. Ja. Oh, wieder voll viele, Alter. Banane, Melone, Apfel, Banane, Traube, Banane, Kirsche. Das ist so viel. Da, die Ecke ist gut hier. Die hat alles. Weiß nicht wo. Hier bei mir, glaube ich. Go. Oh, Gott sei Dank. Boah, sind viele raus, Alter. Hä, da ist einer also von oben runtergefallen. Wenn die Leute sich auf die anderen verlassen, weißt du? Wie viele da jetzt rausgefallen sind. Oh, und die alle gelieft sind? Haben. Alle gelieft, so viele, so wenige waren das nicht. Aber so viele sind doch zum Schluss rausgeflogen. Ja, ja, das sind die 14 schon. Letzte Folge haben wir noch gesagt, ja, wir fliegen in dem Spiel raus. Ja, man will eigentlich meinen, immer der Masse folgen, aber... Sturzball. Wir sind Team Gelb. Nein. Nee, sind wir ja, nicht. Doch, doch. Nee. Hast du nicht den Dummy? Ja, ah doch, ja. Scheiße. Fuck. Aber du bist ja extra gelb, Alter. Uiuiuiui. Ja, laggy game, Alter. Ach, guck mal, der Ball, ey. Ey, was macht die Ananas? Oh ja. Oh ja. Aus dem Hintergrund müsste Rad schießen. Rad schießen. Oh nein, das ist ein Tor für die Gegner. Nein. Was macht die da? Ja, der Mate hat es noch schlimmer gemacht. Oh fuck, oh. Oha. Der kam gut. Bäm. Ananas blau, kann das sein? Ja, die anderen... Ja, das weiß man jetzt nicht. Die Ananas ist immer scheiße gefärbt. Ich weiß halt nicht, ist er blau, ist er gelb? Die Ananas auf jeden Fall im blauen Team, so viel kann ich schon mal sagen. Ja, bei der Ananas weiß man das nie. Oh, hier die Banane, ey. Bananas in Pyjamas. Bananas in Pyjamas sind immer anders. Oh, was? Der Gelbe hat's verkackt, die Pedro-Banane. Die Ananas, die fliegt! Die fliegt! Guck's dir an! Oh mein Gott! Die Ananas! Die ist Team Blau! Ey! Oh nö! Guck, wie der jetzt slidet! Oh nö! Oh Mann, ey! Oh nö! Die fliegt einfach! Oh nö! Dumme Cheater immer! Die hat gemerkt, dass sie gerade verlieren! Okay, hat er verkackt. Guck mal, wie der fliegt! Aber er kriegt sich hin, er ist zu blöd zum Cheaten! Ja. Das ist so dumm! Ey, dann will ich auch nicht spielen. Ehrlich, da müsste Team Blau eigentlich Eigentore machen jetzt. Ja. Ja, geil. Weil die verlieren das Finale ja. Ja, safe. Auf einmal fängt... Die ganze Zeit hat die normal gespielt und auf einmal fängt die an zu fliegen, Alter. Hattest du das nicht erzählt, dass schon mal ein Team...
den Cheater extra verlieren lassen? Ja, genau. Eigentlich, ich finde, das gehört auch zum guten Ton, dass wenn man einen Cheater im Team hat, einfach verliert, damit der Cheater rausfliegt. Einfach aufhören zu spielen, ne? Ja. Einfach stehen bleiben. Aber die helfen denen ja noch, die genießen das ja noch, aber dann meckern sie gleich im Finale, dass er cheatet. Welche Nummer hat der? Folge 1889. Ja, kannst du aber nicht melden! Ah. Oh Mensch, hab ich verloren, oder? Hätte ich nicht gesehen. Das ist mein erster Cheater in der Folge. ...1889, Freunde. Gleich mal auf Reddit. Den mach ich fertig. Ja, viel Spaß. Sollen wir mal kurz sehen, ob er gewinnt? Sollen wir mal kurz gucken, ja, ob er gewinnt? Ja, Team Blau. Viel Spaß, Team Blau, ne? Wenn jetzt die Krone kommt, lache ich mich richtig kaputt. Ja, weggehext doch auch. Weggehext gewinnt das Safe. Das ist ja langweilig. Die Krone wäre lustig. Bei der Krone sind die manchmal zu dumm, die Krone anzupacken. Jetzt fliegt er jetzt hoch, glaubst du? 18,9. Er ist gar nicht mehr drin. Doch, da ist sie. Okay. Doch, da ist er noch da. 18,89. Na, fliegt er direkt oder spielt er jetzt nochmal? Ja. Ist ein Assi, Alter. Ist das ein Typ. Erstmal schöner. Guck mal, und schneller laufen kann er auch. Guck mal, Alter. Oh, Alter. Erstmal auf die letzte Ebene. Ist ja egal, er braucht ja keine. Oh, er macht keinen. Doch, er hat es aktiviert. Er ist zu schnell, das Spiel reagiert da gar nicht mehr drauf. Yo. 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 Er ist ein Asi. Ja, Team Blau ist selbst schuld. Was haben die auch gewonnen? Was? Guckt euch das an. Guckt euch das an. Yo, ey. Er fliegt nicht nur hoch und wartet, er macht sogar noch richtig Asi. Guck mal, wie er auch über die Dinger sliden kann. Er kann ja einfach drüber laufen. Ja. Abstände da. Whoop. Whoop. Das ist gleich komplett weg. Jede Wette, das ist irgendwie so ein Kiddo, was da... Ich verstehe nicht, wieso man bei diesem Spiel hackt. Da hast du nix von. Du hast keinen Skill, nix. Das Spiel ist rein zum Spaß haben. Da ist nix competitive an dem Spiel. Es gibt keine Ränge, nix. Und du cheatest einfach. Gott, nein. Alles, was da jetzt runterkommt. Ja, jetzt. Guck mal, jetzt macht er den auch noch schön, damit die noch schön runterkommen, weil er hat unten ja schon alles vorbereitet. Was ein Assi, Alter. Ja, und ist ja nichts mehr. Ja, ne? Oh, ciao. Ja, runter mit euch. Jawohl. Wer wohl gewinnt? Ich weiß nicht. Billig. Ja, wer wohl. Wäre lustig, wenn der andere jetzt auch hochfliegt. Und jetzt hält er den noch fest. Ja, jawohl. Komm, runter hier. Jawohl. Sagt er, runter. Ja, hättet ihr mal verloren letzte Runde. Ja. Hättet ihr mehr Spaß gehabt. Hättet ihr nämlich schon eine neue Runde anfangen können. Ohne Cheater. Oh mein Gott. Ja, ciao. Oh ja. Mm. Oh, welche Überraschung. Er ist ja ein toller Hecht. Wer ist denn noch da? Wer ist da, sagt er. Wer ist denn noch da? Erstmal gucken, wer noch da ist. Und jawohl. Endlich mal ein Sieg. Lass dies überhaupt versuchen. Ich wäre einfach in der Runde instant runtergesprungen. Ich hätte es gar nicht mehr versucht. Ach ja, endlich ein Sieg. Applaus, wohlverdienter Sieg. Die Krone hast du dir gegönnt. Das hat er sich verdient. Ich hoffe, deine Mama ist stolz auf dich. Ich hoffe, die Ananas fährt gegen Baum oder so. Sein Assi. Ehrlich mal, wer in Folge cheatet? Ich kann es ja irgendwo noch... Ich finde Cheaten immer scheiße, aber ich kann es ja irgendwo noch sehen, wenn man in einem Ranked-Spiel cheatet, ne, wo man Ränge hat und so. Da sehe ich ja noch was drin, ne? Trotzdem bist du scheiße, wenn du cheatest. Aber Fall Guys, really? Wenn du Wallhacks hast bei CSGO in hier Modern Warfare. Das verstehe ich eher, als hier zu cheaten. In Fall Guys, ehrlich. Das ist so lächerlich. Oh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Was eine traurige Runde für diesen Jungen oder Mädchen. Und cheatet nicht, Leute. Cheatet nicht. Man weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr macht euch trotzdem lächerlich. Jeder lacht über euch. Ehrlich. Selbst wenn ihr gewinnt, ihr seid damit nicht cooler. Cheatet, cheatet auch im Singleplayer, ehrlich mal. Ja, aber Singleplayer ist okay. Ja, tut's auch. So, tschüss.